In der Tabak 2016 ein liebgewonnener Gesprächspartner bei vielen in der Tabakveranstaltung. Markus Wirz von der Scandinavian Tobacco Group. Peter, guten Morgen. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder, ja. Richtig. Richtig, Dortmund. Ja. Letzten Jahr haben wir ein bisschen wenig auf dem Tisch gehabt. Heute hast du ein kleines Feuerwerk hier, glaube ich, zum Ausbreiten. Wir sprechen über Pfeife und wir sprechen auch über die Zigarre. Ja, das stimmt. So. Primär ist die Intertabak für uns natürlich ein wichtiges Betätigungsfeld, um Pfeifenneuheiten zu präsentieren. Gerade wenn wir jetzt so in die zweite Jahreshälfte übergehen. Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Und wir haben in diesem Jahr ganz bewusst für die Marke Stanville Konsumenten sowie Händler mal in den Produktionsprozess einer Pfeife mit einbezogen. Das heißt, wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, aus verschiedenen alten Shapes sich ihren Favorit auszusuchen und den haben wir dann in Serie produziert. Ich bin jetzt also wirklich auch stolz, dass ich aktuell die ersten Muster dieser Pfeifen hier präsentieren kann. Also sozusagen eine Pfeife von Konsumenten für Konsumenten. Entschieden haben sich die Damen und Herren Pfeifenraucher für die Stanville Lovat 124. Ein klassisches Modell, was jetzt lange, lange Zeit nicht mehr produziert wurde. Wir haben sie jetzt in drei Ausführungen, in gebürsteter Ausführung, in sandgestrahlter Ausführung und in glatter Ausführung. Und das Ganze mit einem sehr schönen Silberband verziert. Also ich denke, für den Fan dieser Pfeifen sicherlich ab Oktober dann in den Fachgeschäften erhältlich eine sehr, sehr schöne Pfeife. So, die erste Serie haben wir gesehen. Wie geht's weiter? Dann bekanntlicherweise zur Intertabak präsentieren wir auch immer die Jahrespfeife. In diesem Jahr ist die Stanville-Jahrespfeife von Paul Winslow designt worden. Ein wunderschönes Shape, lässt sich sehr gut rauchen, auch mit Flake-Tabaken. In drei Ausführungen, in sandgestrahlter Ausführung, in glatter Ausführung und in dunkelbrauner Ausführung. Ja, und dann, wo wir schon bei Paul Winslow sind, Paul hat natürlich auch seine Jahrespfeife 2016 heute hier vorgestellt. Und da sieht es wie folgt aus, dass wir auch wieder zwei Pfeifen haben. Eine Pfeife, die, ich sag mal, einem Dublin-Shape ähnelt. Paul ist ja als Freehand-Pfeifenkünstler durchaus immer sehr kreativ. Will heißen, hier haben wir ein Dublin-ähnliches Shape. Und die Pfeifen liegen dann bei 400 und 500 Euro im Handel. Und ich denke, für die Sammler dieser Pfeifen eine schöne Geschichte. Bei der Zigarre, Peter, ist es... Ich wollte das gerade sagen. Also vom Preis her ein echter Winslow. Ja, aber ein echter Winslow ist es doch wert. Ja, das ist es wohl wert, weil wir reden über reine Handarbeit. Jede Pfeife wird von Hand gefertigt. Die Applikationen werden von Hand gefertigt. Und du sagst es, das sollte dann auch den entsprechenden Preis wert sein. Wo ungefähr liegen die ersten zwei Serien vom Preis? Wie gesagt, wir haben die glatte Ausführung, die bei 600 Euro liegt und dann haben wir die rustizierte Ausführung bei 500 Euro. Bei den Serien vorher, die du uns vorher präsentiert hast? Also da liegen wir zwischen 190 und 229 Euro. Ja. Okay, kommen wir zu der Maconado, zum wunderschönen Zigarrenprodukt. Okay. Ja, bei Maconado haben wir in diesem Jahr uns etwas, ich möchte sagen, nicht schwer getan, aber wir haben gedacht, es werden wieder so viele Neuheiten auf der Intertabak präsentiert. Wir machen lediglich eine Line-Extension, will heißen, unsere beiden erfolgreichen laufenden Vitolas, Maconado, Inspirado, Orange, Robusto und Petit Pyramide, haben wir jetzt, ich greife mal einmal hier runter, in wunderschöne Tubes verpackt, die dann in einer Dreierpackung ausgeliefert werden. Also für den Raucher, für den Connoisseur dieser Zigarren einfach mal etwas für Takeaway und für unterwegs. Die Maconado kostet im Einzelnen? Die kleine Petit-Pyramide liegt bei 8 Euro, die Robusto im Tube liegt bei 9 Euro. Und die sind jetzt schon am Weg zum Handel? Die sind jetzt bei uns in Bremen eingetroffen. Wenn sie hier auf der Messe geordert werden, werden wir binnen der nächsten Tage, ab nächster Woche, die Zigarren dann auch ausliefern. Also die Händler dürfen sich eifrig hier bedienen und dann hoffen wir, dass die Endverbraucher, das heißt die Genussraucher, sich anschließend auch so gut bedienen. So sollte der Flow sein, ja. Okay, dann hoffen wir, dass wir mit diesem Gespräch ein bisschen dazu beitragen, okay, dass sich viele bedienen. Auf der einen Seite erstmal Informationen sammeln aus den Informationen, die uns von dir heute rübergebracht wurden und dass dann im Endverbraucher diese Produkte auch richtig gut ankommen und schmecken. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch, Markus. Ich bedanke mich auch und ich freue mich schon wieder aufs nächste Jahr, Peter. Okay. Danke. Alle Jahre wieder. Okay, genau.